Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing, denn tatsächlich kam jetzt schon bei mir die My Little Box für den Monat März an. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box erscheint jeden Monat, kostet 17,90 € pro Box und enthält drei Beauty-Produkte und zwei Trend-Accessoires. Ne, so sagt die Werbung ja auch immer wieder. Ich habe auch einen Code, Claudi5 müsste das glaube ich sein, habe ich dir aber mal eingeblendet. Da bekommst du 5 € Rabatt auf deine erste Box, ich glaube schon. Boah, bin ich verpeilt, es tut mir leid. Ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie... Upsala! Frauchen muss ich beruhigen, Samina, um sie hier in diesem Video zu zeigen. Genau. Und um das einfach mal mit euch zusammen hier auszuprobieren. Und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich war etwas überrascht, dass heute schon die My Little Box bei mir eingetroffen ist. Ja, wirklich, ne? 27.02. und dann kommt schon die Märzbox. Wahnsinn. Finde ich echt cool. Und dann sieht die auch noch so aufregend aus. Let's Grow Belle Plante My Little Box x Caudalie. Von Caudalie habe ich auch schon das ein oder andere Produkt in Anwendung gehabt, was mir wirklich gut gefallen hat, weil es diese Natürlichkeit fast schon hatte, ne? Sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob das Naturkosmetik ist. Wir haben hier auch ein Booklet für deinen Lifestyle in Grün. Keine Ahnung. Kooperationsgeschichten macht My Little Box ja häufiger mal. Hatten die auch schon mal mit MAC. Das kommt meistens so im Dezember raus. Ne? Also hier hast du richtig viel Infos. So überleben deine Zimmerpflanzen. Pflanzenpflege für Dummies. Finde ich großartig. Ich habe ja auch so einen semi-grünen Daumen. Ne? Also bei uns im Garten wächst und gedeiht alles auch alles recht gut. Ja, aber ich muss auch gestehen, dass ich jetzt nicht so eine bin, die dann jedes Witzelchen Unkraut rauszupft oder weiß Gott, wie verrückte Dinge macht. Also ich lasse da meistens die Natur einfach leben. Und bei uns im Haus wachsen die Pflanzen. Ich weiß nicht warum, aber sie wachsen wie Bolle und irgendwann sind sie einfach zu groß. Dann setze ich sie bei eBay Kleinanzeigen zu verschenken rein oder wie auch immer und dann läuft das. Ne? Pflanzenwächterin zum Ausschneiden, zum Schutz deiner Sprösslinge. Das finde ich ziemlich witzig. Hä? Warum? Okay, raff ich nicht. Okay, also das sind dann halt eher so, du musst dran glauben, Dinge. Ne? Das ist dann wahrscheinlich so. Caudalie schlüpft in deine Box. Hier ist dann auch schon mal so ein bisschen... Hier, weil deine Box diesen Monat einen überaus grünen Daumen hat, konnten wir für uns eine maßgeschneiderte Zusammenarbeit keinen besseren Partner als Caudalie vorstellen. Wir hoffen sehr, dass die Box dir Lust machen wird, dich mit sauberen und verträglichen Produkten von der Wurzel bis zur Spitze zu pflegen und deine grüne Seite offenbart wird. Lass uns gemeinsam wachsen. Das ist schon schön. Das Zeitalter der Traube, da ist dann ein bisschen was über Caudalie beschrieben. Dein bunter Überraschungsstrauß, dann kannst du kannst quasi in die Produktverpackung einfach Wasser reinmachen und dann Blumen reinpflanzen, ein Traum. Das ist jetzt schon im Prinzip das erste Produkt nach 3 Minuten Laberababer. Hast du Lust auf ein Traubenverwöhnprogramm mit dem Code oder durch Vorlage dieser Broschüre? Wartet dich ein Pflegeprodukt oder ein verwöhnendes Peeling im Wert von ca. 20 € on top. Das Angebot ist vom 5.3. bis zum 30.4. in ausgewählten Apotheken, Caudalie-Boutiquen und auf caudalie.com ab einem Einkaufswert von 45 € einlösbar. Okay, das finde ich nice. Also das sind also im Prinzip 20 € als Wert, ne? Die jetzt hier auch nochmal on top auf den Gesamtwert draufkommen. Und gut finde ich halt wirklich, dass du es auch in Apotheken einlösen kannst. Da muss ich mich mal informieren auf der vielleicht Caudalie Homepage oder so, ob das auch bei uns gilt. Ne? Ja, so. Jetzt nehme ich mal hier aus dieser coolen Verpackung, finde ich echt nice, widerspinstig das Ding. Hier mal dieses Produkt hier raus und das kann man trennen. Dann hast du hier nämlich ein Beutelchen und hier kannst du zum Beispiel Pinsel drin aufbewahren oder irgendwie im Badezimmer kannst du es hinstellen oder so. Das ist ein praktisches Ding, ne? Das ist so ein geflochtenes Korbding. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Das ist das auf jeden Fall. Finde ich richtig schön. Riecht halt auch sehr, sehr angenehm. Mag ich. Ist cool. Okay, und dann haben wir hier ein Beutelchen und da dürften dann die Beauty-Produkte drin sein. Sammy, was geht ab? Was geht ab? Ich glaube, ich gebe dem kleinen Mann jetzt besser mal ein Leckerli. Ja, ich belohne ihn fürs Betteln. Ich bin da auch ganz böse und man darf das nicht machen. Aber wenn er schon mal hier ist, ne? Ja, na gut. Hier? Hab's?
Noch ein. Wie schwer er einfach atmet. So nach dem Motto, endlich bekomme ich Nahrung. Okay, aber jetzt darf Frauchen weitermachen. Ungern. Okay, ja, das hier ist das Beutelchen, was schön wiederzuverwenden ist. Also ich verwende das sehr, sehr häufig, wenn ich Verlosungsboxen packe, wenn ich Tauschpakete packe. Ne? Also das ist halt bei mir, wo das dann halt weiter wandern wird. Und hier haben wir dann halt echt coole Produkte drin. Das ist ja, was ist, ist das ein Haarturban? Dann freue ich mich. A Rosé, La Serviette Turban pour l'Après Arrosage. My Little Box X Caudalie. Genau. Oder, ach Quatsch, meine Little Box ist übrigens eine französische Box, wen es interessiert. Ne? Also da haben wir manchmal sehr französische Einflüsse. Finde ich total großartig, ich mag das. Ne? Und jetzt mache ich mal hier dieses Verpackungsding ab. Oh, ich liebe Haarturbanze, weil ich habe ja so ein langes Gedönsen auf dem Kopf. Und immer, wenn ich aus der Dusche rauskomme, mache ich mir jetzt mittlerweile, weil so viele schon in Boxen und so drin waren, ne, ein Haarturban rein. Dann kann ich mich eincremen und fertig machen und so. Es ist ein Traum. Und hier steht sogar noch was beschrieben. Ja, wie man es macht, ne? Das ist, ja. Nach der morgendlichen Duschroutine umhüllt dich die Wärme deines neuen Lieblingshandtuchs, trockne deine pudelnasse Mähne in Windeseile, indem du die lange Seite um deinen Hinterkopf wickelst und anschließend die schmale Seite stirnseitig eindrehst und mit einem kleinen Knopf fixierst. Et voilà, grazile wie Morgenrose. Echt großartig. Also hier hat die Lady das nochmal beschrieben, ne? Es ist total unkompliziert, Leute. Wirklich. Also, finde ich großartig. Das fühlt sich gut an. Ich weiß jetzt nicht, wie man das waschen kann. Und das sieht auch groß aus. Das gefällt mir jetzt ja schon, ne? Weil sonst haben wir oft solche Haarturbanse mal gehabt. Also ich habe die mal gehabt, als ich mir welche gekauft habe. Die waren einfach zu kurz, ne? Muss ich meine Haare quasi falten, bevor ich sie reinmache. Und sehr, sehr flauschig. Ich hoffe, dass ich das auch irgendwie in der Waschmaschine gut packen kann. Und vielleicht sogar in den Trockner. Mausi hängt mir auf dem Schoß. Upsala. Okay, steht das hier irgendwo mit bei? Ja, jetzt kommt die Hausfrau raus. Das tut mir leid. Also ich hätte es jetzt gefühlt bei 40 Grad gewaschen und auch eiskalt in den Trockner getan. So mache ich das eigentlich immer. Oh, 30 Grad und nicht in den Trockner. Do not tumble dry. Ups. Mhm, okay. Schade. Das ist immer so schön praktisch, ne? Vielleicht mache ich es ja doch. Sind wir jetzt bis auf der Seite? Egal, ich finde es auf jeden Fall klasse. Fühlt sich toll an, das ist ein schönes Mintgrün, also das feiere ich. Gut, dann gucken wir mal weiter. Caudalie Vino Clean Instant Foaming Cleanser. Das so, hatte ich den nicht in klein? 150 ml Moisturizing Grape and Purifying Sage, All Skin Types and Face. Mega geil, oder? Also das ist halt so ein Schaumcleanser. Ich mache ja Double Cleansing, das heißt, ich mache einfach, dass ich mich abschminke mit einem Abschminkbalsam und unter der Dusche dann einen Schaum verwende. Und morgens reinige ich natürlich mein Gesicht, damit die ganze Schmoddergeschichte von der Nacht runter kann. Und dafür nehme ich dann halt auch immer einen Schaumreiniger. Finde ich am einfachsten oder am schönsten. Finde ich schöner als ein Reinigungsgel oder so. Das mag ich einfach lieber. Und deswegen freue ich mich darüber. Nussemi, du freust dich auch darüber. Tierisch Sach. So, weiter geht die wilde Reise. Was haben wir hier? Es ist rosa. Caudalie Moisturizing Sorbet 15 ml. Okay, das ist dann eine Feuchtigkeitsgeschichte wahrscheinlich fürs Gesicht. Ein Sorbet. Jetzt habe ich hier noch einen Flusen. Sammy, du bettelst auch ganz schön hart hier, ne? Ich glaube, das nächste Video, was ich drehe, muss safe das Unboxing von der Tuf Cookie Box sein, ne? Der schleicht ja schon die ganze Zeit drin rum. Boah, da ist was drin, Leute. Ich habe schon gesehen. Eieiei. Okay, es ist auf jeden Fall für sensible Haut und das finde ich klasse. Ich habe sensible Haut und ich glaube, dass es echt was für mich sein könnte. Zack. Dann haben wir, boah, ganz schön viel, ne? Also nicht nur 3 Beauty und 2 Trend-Accessoires, sondern du hast ja im Prinzip das Täschchen mit dabei. Du hast dann auch noch diesen Bastkorb mit dabei. Na gut, aber wir haben halt alles irgendwie ein bisschen mehr dieses Mal. Keine Ahnung, finde ich gut, ich feiere das. Das hier ist auch von Caudalie, die Nourishing Body Lotion, Moisturizing Hyaluronic Acid and Organic Shea Butter und Antioxidant Polyphenol. 30 ml haben wir hier drin. Jo, das ist für den Körper, das wird ausprobiert, das finde ich toll. Und 98% natürlichen Ursprungs sind die Inhaltsstoffe. Und das ist toll. Nussemi, das ist toll. Okay, eins habe ich hier noch. Und zwar ist das jetzt so ein, schenkst du mir etwas Sonnenschein, wenn du dir
die Ringe an die Finger steckst, wirst du selbst unter widrigsten Umständen hell erstrahlen. Hä? Okay, das ist so ein kleines Ding. Gucken wir mal, was da drin ist. Ist so zugemacht mit so einem Blütensticker. Das finde ich auch schon wieder. Das sind so diese kleinen Details, die man bei My Little Books immer findet, ne? Und die ich einfach total charmant finde. Ist hier ein Ring drin? Ja, hier sind tatsächlich zwei Ringe drin. Okay, ja, ich habe wirklich, was soll ich sagen? Also meine Ringgröße ist echt spektakulär, denn ich habe wirklich breite Finger, ne? Und das hier sind halt Ringe in der Größe, die mir vielleicht auf einen kleinen Finger passen, wenn ich Glück habe. Ist immer ein bisschen schade. Aber ja, schön sehen sie aus, ne? Die passen mir nicht auf den kleinen Finger. Also ist jetzt hier das unterste. Das sind diese zwei filigranen Ringe. Wobei ich glaube, sowas ist ja eher so gesehen, dass man das irgendwie hier oben trägt. Habe ich jetzt auch mal letztens gesehen, ne? Aber ich weiß nicht, ob das bequem ist. Und ich hätte ständig Angst, dass mir das runterfällt oder so. Sieht zwar schön aus, aber ich hätte Angst, dass ich das verliere. Keine Ahnung. Ich kann das jetzt ja mal so dran lassen. Dann schaue ich mal, wie lange das hält. Ich stecke das mal richtig tief runter. Schön ist es, definitiv, aber ungewohnt. Mal gucken. Ja, haben wir auf jeden Fall zwei sonnenscheinspendende Ringe. Ein Täschchen. Die ganzen Caudalie-Produkte. Wahnsinnig coole Accessoires. Also mir hat die Box tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Also die macht diesen ganzen grünen Gedanken. Und gleichzeitig aber auch Schönheit, ne? Ich finde das immer toll. Ich mag die My Little Books. Das ist alles so, ne, französischer Flair und herzlich und so. Ich mag das. Ja, wie gesagt, du kannst in diesem Video auch eine Box gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beauty-Box-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!